Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu MXGP 2, das offizielle Motocross-Videogame hier aus Italien, Maggiore. Ja, und da hat Febre Nagel noch die Pole jetzt hier ganz zum Schluss weggeschnappt. Ich bin nur auf der 13, ja, mittlerweile sogar 3 Sekunden Rückstand. Ja, hier, ich habe es noch gesagt, diese Strecke ist wieder nicht so einfach. Nach den paar letzten Rennen, wo es ganz gut gelaufen ist, mal schauen. Die Strecke ist auch ein bisschen enger wieder und das wird wohl das große Problem unterm Strich sein jetzt. Aber ja, wir versuchen jetzt mal unser Bestes. Und fürs erste Mal schauen, dass wir einen guten Start hinbekommen. Jo, mal kurz überlegen. Kurze, na, mittlere Übersetzung passt im Prinzip. Jo, da gehen wir hier auf die Position. Schauen wir mal, was uns so gelingt hier. Da sind wir mal vorne mit dabei beim Start. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Mal schauen, wie die KI hier drauf ist. Und ich selber, ich habe mal die Runden hinbekommen, ohne Sturz zumindest. Ja, das war schon mal ganz eng. Da hat uns wieder einer außen berührt, aber ist in Gott sei Dank nicht gestürzt. Ja, jetzt kommen wir schon wieder ein bisschen in den Verkehr. Da können wir uns dahinter unseren Teamkollegen ein bisschen einreihen. Das wäre schon geil. Jo. Da haben wir schon unseren ersten Sturz. Aber jetzt bin ich doch anders hingekommen zu dem Sprung wie im Quali, weil wir da eben im Verkehr waren. Jetzt bin ich da nicht so weit gesprungen und dann leider blöderweise auf dem Hügel gelandet. Das ist natürlich im Rennen da das Problem dann. Hey, Moment. Was war jetzt? Was war da? Was? Hier werde ich zurück... Ne, so ist nicht euer Ernst, oder? Hier wird jetzt zurückgesetzt. Na ja, gut, das ist einmal eindeutig ein Fehler vom Spiel. Zu wissen, bleiben wir weiter draußen. Da ist definitiv ein kleiner Bug drinnen. Denn das ist doch zu weit innen. Ja. Und gleich in der ersten Runde ein paar Sachen gleich erlebt, wie gesagt habe, relativ enge Strecke, relativ schwierig. Naja. Wir versuchen mal unser Bestes. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwo einen Sektor, wo wir ein bisschen besser drauf sind. Ah, das war nichts. So, jetzt wird's wieder eng. Da hat sowas angesagt, ja, jetzt kommt er innen durch, ne, geht aber. So, jetzt hat sich schon langsam das Feld ein bisschen aufgelöst, jetzt wird es ein bisschen einfacher, von den Gegnern her zumindest. Uiuiui. Boah, schon wieder fast hier, das war wieder zu kurz, ja, das war wieder nicht sauber angefahren. So, sind wir jetzt mal hinter Paulin. Ja, sehr schwere Strecke, so soll es aber auch sein. Soll nicht alles zu leicht sein. Boah, da schneller rüber, quer über die Piste. Der Saal hinter uns, aber schon 2 Sekunden Rückstand. Ja, da auf dem Eck, ich weiß nicht, warum ich da immer nach links ziehe, so extrem. Sieht es mich, als wäre da ein Magnet drüben. Ja, vielleicht können wir uns mal fürs erste hier gegen Paulin durchsetzen.
Ja, ist klar. Da ist auch wieder so eine Stelle. Wenn ich nicht sauber durchkomme, ohne Fight, ist das wieder schwierig. Aber wir kämpfen weiter. Danke nochmal an alle für die Tipps oder für die Infos bezüglich der Reifen, was ich da gefragt habe. So, genau so, nur kurz kommt man hier, sollte man hier den kompletten Hügel nehmen, wenn man ihn überspringt. Es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Profile, also was mir so kurz geschrieben wurde. Also die Form anscheinend, oder ich weiß nicht, die Tiefe. Ja, und der Saal hinter uns und dann stürzt er. Das war aber jetzt nicht wegen uns gewesen, oder? Ist der angekommen bei uns hinten? So, jetzt hat er uns ein bisschen ein paar Meter abgenommen hier. Pauline, mal schauen, ob wir da aufschließen können. Jetzt haben wir wieder frei fahren. Da zieht sich nach links, das ist unfassbar. Es gibt so ein paar Stellen. Auch hier stellenweise. Dachte schon, das war wieder zu eng, aber Gott sei Dank hat es hier funktioniert. Ja, gerade so drüber gekommen, Gott sei Dank. Schöne Strecke vom Layout. Aber ich bin irgendwo auch schon froh, wenn ich hier wieder durch bin. Ah, shit. Und nochmal überfahren worden. Ja, das war unnötig hier. Jetzt sind wir noch im Verkehr auch noch hinten hier. Aber es ist hier immer dasselbe Theater hier auf der Strecke. Koltenhof hinten. Stützt er gefühlt schon, weiß nicht, das vierte Mal oder was. So, jetzt hätten wir zumindest gerade mal unseren sechsten Platz wieder, trotz Sturz. Gerade drüber gekommen. Hier nicht wieder rausfahren, das ist glaube ich auch nicht das erste Mal, dass ich den Fehler gehabt habe da hinten. Ja, letzte Runde. Jetzt schauen wir, dass wir den sechsten heimbringen. Das ist jetzt auf der Strecke eh schon ein guter Erfolg, würde ich mal sagen. Das Problem ist, wir müssen noch einmal fahren hier auf der Strecke. Puh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Naja, vielleicht können wir ein bisschen zulegen. Cairoli gewinnt das Rennen. Sehr schön. Von Februar, Nagel, Villapoto, Pauline und dann ich auf der 6. Wahnsinn, 10 Sekunden Rückstand. Unfassbar. Gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Besser darf es immer sein natürlich, aber aufgrund der Stürze auch.
Moment einmal. Zum Verlieren haben wir ja eh nichts. Testen wir mal die niedrige Übersetzung, denn so extreme Graden haben wir jetzt eh nicht drin. Also wenn, kann doch nicht allzu viel passieren. Aber vielleicht haben wir da bergauf dann ein bisschen mehr Power da mit einer niedrigen Übersetzung. Vielleicht geht da ein bisschen was und aus den Ecken raus. Mal schauen, ist ein Versuch. Wie gesagt, zum Verlieren haben wir sowieso nichts. Vielleicht am Start auch, schau mal. Ja, das war schon mal um eine Ecke besser. Am geilsten wäre jetzt vorne wegfahren, oder? Das wäre der absolute Hammer, aber ich glaube, die sind zu gut. Da kommt schon Nagel, ja, da hat er sich schon durchgewurschtelt. Febre und Kerole hinten nach. Das, schauen wir mal, wie lange es gut geht bei mir. Eine kurze Übersetzung, glaube ich, war vom Start her schon einmal nicht ganz so schlecht. Oh, hier sind wir nicht drüber gekommen. Ich weiß nicht, ob das, was da schuld war. Oh, das wollte ich gar nicht. Da sehen wir, wie Nagel da mehr Power hat auf seiner Husqvarna. Mit Übersetzung kann es nicht mehr sein, da haben wir eh schon die niedrigste. Jetzt leg mich doch am Arsch, das gibt's ja nicht. Wieder hier! Schaut euch das an! Ich bin ja im Prinzip, ich bin ja auf der Strecke! Ich bin hier auf der Strecke und er setzt mich zurück. Das ist ja... Nein. Ja, hier eindeutig ein Fehler. Wow, wenn ich hier die ganze Zeit bin. Oh, ich fürchte schon, dass ich oder Nagel auch stürze mal. Oh, da kommt Febre daher. Ja, jetzt haben wir ihn natürlich ein bisschen behindert. Aber gut, da können wir nichts machen. Oh, Febre geht auch rein. Na komm. Ah, ja, ja, ich weiß, ihr wollt das nicht, aber ich muss zurückspulen. Und zumindest der eine oder andere mag es nicht. Aber ich sehe jetzt immer das gleiche Eck leider. Keine Ahnung warum. Auf einmal biegt er ab, obwohl ich im Prinzip eigentlich alles gleich mache. Wie in der Folgenrunde. Oder in denen, wo es immer gut gegangen ist. Ja, vielleicht auch noch links wieder. So, Kairoli versucht jetzt vorbeizugehen. Und mir! Wow! Da ist es, glaube ich, hinten einer reingefahren. So, uiuiui. Oder nein, alle da. Wir ziehen hier alle Register, dass wir hier vorne dabei sind. Ihr müsst ihr mit allen Tricks arbeiten, um hier auf dieser Piste bestehen zu können. So, hier müssen wir wieder aufpassen, genau, nicht zu weit innen. Ja, das werden wir dann jedes Jahr hier wieder erleben, weil das merke ich mir eh nicht, wahrscheinlich dieses Eck genau. Bei so vielen Pisten. Plötzlich haben wir sogar ein bisschen einen Vorsprung. Sagen wir mal so, der kurze Gang war zumindest einmal kein Fehler. Jetzt natürlich haben wir ein bisschen die Erfahrung natürlich jetzt gerade vom ersten Lauf wieder. Aber Fehler war es jetzt keiner, glaube ich, mit dem kurzen Gang. Und wenn ich das Gefühl ist, dass ich ein bisschen besser raufziehe über die Hügel. Ah, ich glaube, hier könnte man auch zurückgesetzt werden, aber es hat noch halbwegs funktioniert. Da kommt schon Febre, glaube ich. Ist wieder eng hier.
nicht ganz sauber die Linie erwischt. Runde 3 von 5. Aufpassen hier nicht zu eng, genau. Ja, leg mich doch, jetzt schießt mich der wieder von hinten. Aber das habe ich da komplett abgeschossen, oder? Was ist denn jetzt? Hallo Kamera, vielleicht. Er fährt gleich weiter innen. Ah, nein, ich bin selber abgestiegen. Was war denn das für eine dämliche Aktion? Okay. Passt, der gehört mir, da spulen wir nicht zurück. Selber schuld. Gut, dass wir die Wiederholung haben. Da war ich selber schuld. Ich dachte, dass wir hinten reingefahren, aber da war er nur ins Bild gesprungen. Warum bin ich da abgestiegen? Was ist denn da passiert? Bin ich vom Vorderrad in die Rille irgendwie reingekommen oder? Keine Ahnung. Ja, immer wieder Überraschungen. Immer wieder was Neues. Was einem passiert. Eine Cairoli-Entführung. Das finde ich sehr sympathisch. Na schade, Nagel. Nach der Anfangsphase hat er da gegen uns gekämpft und... Ja, irgendwie, falls er doch zu Sturz gekommen, ich weiß es nicht. Oder wurde nur ein bisschen überholt. Ah, die Salle, die Deika. Da ist Nagel leider nicht dabei in den Top 5. Ja, das ist natürlich... Schade. Ich glaube, wenn Cairoli einmal vorne ist, dann kann ich keiner mehr einholen. Der einzige wäre maximal Fibre, glaube ich, der da... ...das Ding hätte. Und da stürzt er hinter uns, Fibre. Da wollte das wieder zu sehr wissen, innen. Ah, jetzt haben wir wieder den Schwung verloren. Shit. Egal, solange wir hier auf 2 bleiben. Da stürzen generell viele. Ich will da hinten auch. K-mäßig die ganze Zeit stürze. So, da sind wir auch schon in der letzten Runde im zweiten Rennen hier. Der Saal hinter uns. Sehr schön. So soll es sein. Ich Vollidiot. Ich Vollidiot. Der Decker mit der KTM endlich einmal dabei vorne. Schmeiß ich hier... Und da schmeißt der Nächste weg! Und was war das jetzt hier? Gut. Den einen kümmert sich wieder. Ist einfach so, damit müssen wir leben. Ihr seht, alles spiele ich eh nicht zurück, aber wenn es mir auf die Nerven geht, dann muss ich einfach. Ja, der Decker 3, das heißt zwei KTMs wären gerade auf dem Podium. Das wird es auch nicht so oft geben, außer wenn wir dann vielleicht KTM einmal fahren, auch wieder hier. So wie in der allerersten MX2-Saison. Wenn wir auch irgendwie da, wenn wir auch hier mal im Team von Deteika und Cairoli mal fahren. Deteika! Nein! Und jetzt fährt er raus. Man sieht die Salle mit einem Crash hinten wieder. Ja, es sind viele Stürze hier. Auch für die KI nicht leicht, die Strecke. Somit sind wir schon wieder am Podium. Es ist unfassbar, wie schnell das geht. Cairoli gewinnt hier. Jo, und wir auf der 3 mit auch ein paar Problemen, aber ich glaube, das ist soweit okay.
Nagel noch auf der 6 immerhin, Willebot auf der 7 kann man noch sagen. Ach, da hat der Salle. Ja, Februar hat sich auch wieder auf 4 durchgewurschtelt, trotz Stürze und so weiter und so fort. Caroli gewinnt vor Simpson. Ah, Sean Simpson auch auf der KTM, okay, den hatte ich jetzt gar nicht. War das nicht ein rotes Motorrad vor mir? Hm. Keine Ahnung, müssen wir nächstes Mal vielleicht schauen, ob man den irgendwo sehen wird, Simpson. Aber den merken wir wahrscheinlich jetzt eh nicht. So, 35 Punkte für mich. Oh, Cairoli, mit 2 Siegen räumt er hier ab. 50 Punkte. Februar wieder solide 40. Simpson einmal auch gut gepunktet. Nagel 35. Hüllebrotto. Desalle nur 24. Eieiei. Ja, und so schnell kann es gehen und Februar kommt da schon wieder der Sache näher. Beziehungsweise Cairoli hat jetzt Februar überholt. Aber Desalle ist auf die 3 zurückgefallen. Eieiei. Trotzdem bleibt spannend. Wir auch im Windschatten hier noch immer drin. Ja, Nagel mit knappen 300 Punkten mit 299 hier. Ja, also meisterschaftstechnisch sehe ich ihn dann nicht mehr dabei, aber er kann durchaus noch die eine oder andere Position, vor allem an uns noch vorbei. Und dann den einen oder anderen noch, könnte er noch schaffen. Gott sei Dank geht es von Saison zu Saison so verschieden eigentlich zur Sache. Das finde ich sehr geil. Nagel, ja, 2,99 und 2,95 Villopoto. Naja. Gut, das soll es gewesen sein. Das gewohnt schwierige Rennen, wie ich es mir erwartet habe. Und es geht dann hier nach Deutschental. Genau, die ist auch geil, die Strecke. Finde ich auch sehr nett. Ein paar coole Stellen drin, also... Ja, freue mich schon. Diesmal sollte es aber wieder jetzt morgen auch weitergehen. Wie gesagt, immer geht es sich leider nicht aus. Habe ich euch eh auch schon immer wieder angekündigt, dass auch immer wieder ein Tag Pause dazwischen sein kann, wenn es sich gerade nicht ausgeht. Ja, dass ich eben jeden Tag aufnehme. Arbeitstechnisch und das Ganze, ihr wisst ja, um was geht. Aber ich bemühe mich, dass es so oft wie möglich einfach hier, dass ich es euch so oft wie möglich präsentieren kann. Aber wenn einmal zwischendurch einmal wieder mal ein Tag Pause ist, schaut es ja auch kennen, dann können wir sich aufs nächste wieder umso mehr freuen. Jo, dann bedanke ich mich bei euch. Und ja, wir sehen uns in Deutschental wieder. Jo, das war's. Danke für euer Kommen hier auf die Rennstrecke. Und bis dann. Ciao, ciao.